Unsere neuen Schleime werden euch ins Erstaunen versetzen. Flummischleim, Notizbuchschleim und sogar ein Nagellackentferner. Wählt das, was ihr mögt und lernt coole Hacks, um perfekten Schleim zu machen. Jessica will eine Party machen. Welches Thema sollte sie wählen? Eine Piratenparty, Superhelden oder Disney haben wir oft gemacht. Es muss etwas Neues und Kreatives sein. Blondie kommt mit einem ziemlich ungewöhnlichen Spielzeug in der Hand in die Küche. Ist es ein Ball oder Schleim? Mischt Kleber mit Farbstoff. Fügt es hinzu, bevor ihr Verdickungsmittel hinzufügt, damit sich die Farbe gleichmäßig verteilt. Fügt dann noch Borax hinzu. Fügt noch mehr Borax ein, als ihr normalerweise hinzufügt. Es wird unseren Schleim hüpfen lassen. Mischt dann den Schleim. Löst einen Teelöffel Backpulver in Wasser auf. Befeuchtet eure Hände in der Lösung und formt den Schleim zu einer Kugel. Der springende Schleim ist eine wunderbare Mischung. Er dehnt sich und springt gleichzeitig. Das ist es. Wir werden eine ungewöhnliche Party veranstalten, weil es so viele lustige Möglichkeiten gibt, was wir mit Schleim machen können. Wir müssen Außergewöhnliches für die Schleimparty erstellen. Normale Einladungen sind viel zu langweilig. Unsere Party sollte unsere Gäste in Erstaunen versetzen. Wie wäre es, wenn wir aus Schleim Einladungen machen? Mischt Farbe mit Flüssigseife und gebt Maisstärke hinzu. Es sollte doppelt so viel Maisstärke sein wie die Seife. Vermischt es dann. Fügt jetzt etwas Pflanzenöl hinzu und mischt es wieder. Macht dann noch einen anderen Schleim mit einer anderen Farbe und legt die Schleime in eine flache Box. Ihr könnt mit einem Marker darauf schreiben. Druckt einen Fleck aus und klebt es auf die Box. Schreibt Schleimnotiz darauf. Fertig! Dieser Schleim kann echtes Papier ersetzen. Schreibt den Namen des Freundes darauf. Diese Einladung ist wirklich was Besonderes. Blondie hat eine Überraschung. Dies ist eine perfekte Unterhaltung für eine Schleimparty. Ihr riesiger Hubba-Bubba-Schleim. Wir können echte Blasen damit machen. Gießt 2 Liter Kleber in eine Schale und gebt eine Dose Rasierschaum hinzu. Fügt noch rosane Farbe hinzu und mischt es. Fügt eine ganze Packung Babypuder hinzu. Löst einen halben Teelöffel Boraxpulver in einem halben Glas warmes Wasser auf. Fügt nach und nach das Verdickungsmittel hinzu, damit nicht zu viel davon entsteht. Mischt es einige Minuten gründlich. Der Schleim wird beim Mischen dehnbarer. Fügt einen Löffel Creme hinzu, um den Schleim elastischer zu machen. Gebt etwas Backpulverlösung hinzu, damit es nicht an euren Händen haftet. Dieser Schleim ist sehr luftig. Ihr könnt ihn strecken und aufpusten. Steckt einen Strohhalm hinein und fangt an, Blasen zu machen. Eine große Blase wächst direkt aus dem Schleim. Bemalt eine Plastikschüssel mit einem Deckel pink. Bringt ein Hubba-Bubba-Etikett an und fügt den luftigen Schleim hinein. Wow, schau dir das mal an! Es gibt keinen Unterschied zwischen diesem Schleim und Kaugummi. Es ist rosa und dehnt sich. Zeit für einen Zaubertrick! Wir schnappen uns ein paar Strohhalme, stecken diesen dann in den Schleim und pusten so doll, wie wir können. Was für ein Anblick! Es entstehen große Blasen aus diesem Schleim. Erinnert irgendwie an Hubba-Bubba. Die Mädchen wissen bereits, wie viel Spaß ihre Party machen wird. Jeder wird es ausprobieren wollen. Wir veranstalten einen Wettbewerb. Wer wird die größte Blase schaffen? Dieser Schleim ist so verlockend, dass es unmöglich ist, mit dem Spielen aufzuhören. Die Mädchen haben so viel Spaß. Oh, es gibt einen Schleimunfall. Dieser tückische Schleim griff Blondies Haare an. Und gleichzeitig drang es in Jessicas Locken ein. Das ist nicht schlimm. Wir kennen einen Trick, der euch helfen wird, den Schleim aus den Haaren zu bekommen. Taucht eine Haarsträhne mit Schleim in heißes Wasser ein. Wascht es dann gründlich ab. Blondies Frisur ist gerettet. Der klebrige Schleim ist weg. Und es ist nicht nötig, eine Haarsträhne abzuschneiden. Blondie ist in Schwierigkeiten. Sie muss ihren Nagellack abwischen. Aber der Nagellackentferner ist leer.
keine große Sache. Jessica kennt ein Schleimrezept, das ihren Nagellack entfernen kann. Misch Kleber, Nagellackentferner und Borax. Mach dicken Schleim. Es sollte eine gelartige Konsistenz haben. Befestigt es an euren Nagel und lasst es für 5 Minuten einwirken. Dann könnt ihr euren Nagellack leicht entfernen. Nun sind Blondies Nägel wieder sauber. Unser Schleim entfernt den alten Nagellack in 5 Minuten. Wir könnten sogar einen Nagelschleimsalon eröffnen. Nun beginnen wir mit der Schleimformel zu experimentieren. Jessica hat einige Zutaten vorbereitet. Dieses Exemplar wird als wertvollster Schleim in das Schleim-Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Fügt Shampoo und Flüssigseife zum Schleimkleber hinzu. Gebt Rasierschaum hinzu. Dann noch Maisstärke und Babypuder. Als nächstes Handcreme und Körperspray. Und als letztes geben wir noch Acrylfarbe hinzu. Mischt alles und fügt dann Gelwaschmittel hinzu. Legt den dehnbaren Schleim in einen Behälter und legt dann zerknitterte goldene Nagelfolie darauf. Bedeckt die gesamte Oberfläche damit. Befestigt ein Etikett mit der Aufschrift Mutter der Schleime am Deckel. Jessica ist mit dem Ergebnis zufrieden. Ihr Schleim besteht aus so vielen Zutaten. Und es sieht toll aus. Toller blauer Schleim mit Goldeffekt. Es ist ein Renaissance-Schleim. Blau und Gold ist eine königliche Kombination. Dieser edle Schleim dehnt sich sehr gut aus. Blondie kann die Aufregung nicht verstehen. Warum verschwendest du so viel Zeug, um Schleim herzustellen? Jessica verbrauchte tatsächlich alle Produkte aus ihrem Badezimmerregal. Und Blondie hat nur aus 2 Zutaten einen niedlichen Babyschleim gemacht. Misch Kleber und Gelwaschmittel und gib es in ein klares Glas. Klebt dein Etikett mit der Aufschrift Babyschleim an. Blondies kleiner und bescheidener Schleim ist genauso gut wie der Schleim von Jessica. Verschiedene Schleime für verschiedene Leute. Jedes Mädchen hat ihren eigenen Schleim. Plötzlich fällt das winzige Glas auf den Boden. Kein Problem. Mutterschleim bringt das Baby zurück. Aber Blondie bringt ihre Freundin immer noch zum Staunen. Was hat sie diesmal mitgebracht? Ist es Schleim oder Schulmaterial? Mischt Bastelkleber und Maisstärke und fügt etwas Backpulver hinzu. Fügt dann noch etwas Acrylfarbe hinzu. Vermischt es und gebt etwas Borax hinzu. Knetet den Schleim und formt ein Radiergummi. Es entfernt leicht Bleistiftspuren. Blondie präsentiert ihre Erfindung. Eine Kombination aus Schleim und einem Radiergummi. Es ist ein Schleimradierer, der Bleistiftspuren entfernen kann. Was für eine tolle Sache! Die Mädchen machen Deko für ihre Party. Sie müssen eine Disco-Kugel machen. Und Schleim mit einer Klebeformel wird es schaffen. Gib Borax zum Kleber hinzu. Mischt es. Es muss sehr dick werden. Legt es in ein Glas. Befestigt ein Etikett mit der Aufschrift Schleimkleber. Die Mädchen bedecken den Ball mit Plastikspiegeln. Und der Schleimkleber wird alle Teile zusammenfügen. Denn Schleime haben eine Menge verborgener Talente. Jetzt müsst ihr ein Foto von eurem Meisterwerk machen. Die Mädchen machen Fotos. Lasst uns unsere Disco-Kugel und die Party auf unseren Instagram-Geschichten posten. Jessica hat eine ziemlich ungewöhnliche Hülle. Es scheint, als wäre der Schleim heute überall. Mischt die gleiche Menge Schleimkleber mit Wasser. Fügt einen Tropfen Farbe hinzu. Mischt es und fügt noch Borax hinzu. Wenn ihr merkt, dass der Schleim zu dick ist, dann fügt noch nach und nach Wasser hinzu, bis ihr die Konsistenz erhaltet, die ihr braucht. Fügt jetzt noch Glitzer hinzu. Nehmt einen klaren Reißverschlussbeutel und schneidet es so, dass es in das Tablet passt. Bedeckt eine Seite mit Backpapier und versiegelt es mit einem Bügeleisen. Gießt den Schleim hinein. Versiegelt die verbleibenden Kanten. Befestigt den Kunststoff am Gehäuse. Fügt eine Reihe von Pailletten und Dekorationen hinzu. Der Schleim funkelt mit tausenden glitzernden Stücken. Es ist ein wahres Schleimfestival. Es macht viel Spaß. Der glitzernde Schleim lässt Blondie erstaunen. Aber Jessica nimmt das Tablet weg. Die Party ist im vollen Gange. Unsere Freunde sind gekommen
Aber alle spielen am Smartphone. Das geht gar nicht. Es ist eine Schleimparty. Also sollte jeder mit Schleime spielen. Wir stellen den riesigen Hubba-Bubba-Schleim auf den Tisch. Stevie gewinnt den Wettbewerb. Es scheint, dass sich seine Lungen genau wie unser Schleim ausdehnen kann. Er bekommt ein Geschenk. Es ist ein Ball mit Schleim. Aber was ist daran so besonders? Das werden wir sehen, wenn die Lichter ausgehen. Bedeck den Kleber mit Leuchtfarbe. Gebt etwas Borax hinzu, um Schleim herzustellen. Befeuchtet eure Hände mit Backsoda-Lösung, damit der Schleim nicht kleben bleibt. Wir erhalten weißen, dehnbaren Schleim, der im Dunkeln leuchtet. Legt es in einen teilbaren Ball. Befestigt glitzernde Sterne daran. Fügt noch einige leuchtende Punkte hinzu. Wir sind erstaunt über diesen Schleim, der im Dunkeln leuchtet. Ihr werdet diesen Schleim nachts immer finden. Unsere Schleimparty war ein Erfolg. So viele neue Schleime und es macht so viel Spaß. Wie fandet ihr unsere Schleime? Dann schreibt uns, welche Schleime ihr für eure Schleimparty machen möchtet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.